Nun aber zurück in das Jahr 404 vor unserer Zeitrechnung, in das Jahr, in dem der Peloponnesische Krieg zu Ende ging. Das Leben ging weiter mit all seinen Klugheiten, mit all seinen Dummheiten. Die 30 Tyrannen, welche Lysander über Athen gesetzt hatte, hielten sich nur ein Jahr an der Macht, dann setzte sich die Kraft des demokratischen Staatsgefühls durch und das Volk verjagte sie. Sparta, mit sich selbst beschäftigt, ließ es geschehen. Der lange Krieg hatte nichts anderes bewirkt, als Hellas in seiner Gesamtheit zu schwächen. Er hatte keines der Probleme der Zeit gelöst, keinen der Gegensätze überwunden, nichts dazu beigetragen, ein vernünftiges und friedliches Zusammenleben der Menschen in Hellas zu befördern. Die Hoffnung des Thukydides, dass die Griechen aus der Unsinnigkeit ihrer Geschichte lernen könnten, erfüllten sich nicht. Die Streitereien gingen weiter in einem durch die Schwäche bedingten kleineren Maßstab. Aber Krieg ist Krieg, und wenn auch nun nicht mehr Hunderttausende in Riesenschlachten gegeneinander loszogen, wenn auch nicht mehr Flotten von 1000 Schiffen über die Meere fuhren, so wurde doch mit derselben Erbitterung, mit derselben Leidenschaft und unter denselben Schmerzen gekämpft und gestorben. Schon 9 Jahre nach Spartas Sieg verbündeten sich fast alle griechischen Städte mit Athen gegen die Vorherrschaft der Spartaner. Das ewig mit Sparta unzufriedene Korinth war die treibende Kraft zu dieser Vereinigung. Es gelang den Verbündeten, nach anfänglichen schweren Niederlagen die Hilfe der Perser zu erhalten, und die große persische Flotte schlug und vernichtete die kleine spartanische. Nach 10-jährigem Hin und Her kam es zu einem Kompromissfrieden, der Sparta viel von seinem militärischen Nimbus raubte. Nicht lange danach kam es zu einem Krieg zwischen Theben und Sparta. Zuerst verbündete sich Athen mit Theben, aber als es so aussah, als ob die Thebaner Sparta schlagen und vernichten würden, so weit war es mit Spartas Kraft bergab gegangen, ließ Athen Theben im Stich und half den Spartanern, denn Sparta war weit und keine wirkliche Gefahr für Athen, wenn es nicht angegriffen wurde. Aber Theben lag dicht an der Grenze von Attika und war Athens Widersacher seit eh und je. Es kam zu einem großen Sieg fast aller Staaten um das Heiligtum des Apoll, um das Orakel von Delphi, weil die reichen Priester die Gelegenheit für günstig hielten, ihren Landbesitz rund um das Heiligtum auf Kosten aller Nachbarn, besonders aber der Phoker, zu vergrößern. Und in diesem Krieg geschah etwas Neues in der griechischen Geschichte. Der König der Makedonier, Philipp, mischte sich ein und bewahrte die Partei der Priester vor einer schweren Niederlage, die vielleicht zur Zerstörung dieses ältesten griechischen Heiligtums geführt hätte. Philipp war so stark, dass er den Frieden nach seinem Gutdünken diktieren konnte. Philipp von Makedonien, der Schiedsrichter Griechenlands, vereinigte nach diesem Krieg alle Staaten zu einem hellenischen Bund, alle außer Sparta. Ein Makedonier von den schneereichen Bergen des Balkan, König eines griechischen Volkes, das vor 1000 Jahren in der Zeit der großen Wanderungen dort oben im Norden geblieben war, einigte das zerstrittene Griechenland. Der König eines Landes, das bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung kaum eine Rolle in der Geschichte gespielt hatte, der König eines Volkes von halbbarbarischen Räubern und Bettlern am Rande des griechischen Kulturgebietes, von dem man nicht viel mehr wusste, als dass es dort schöne Pferde gab und dass es oft die letzte Zuflucht für diejenigen war, die aus ihrem Vaterland fliehen mussten. Dieser Philipp kam mit einem Heer, gut bewaffnet und diszipliniert und so stark wie das spartanische und athenische Heer in der besten Zeit dieser beiden Staaten. Für die meisten kleinen Staaten, die in den immerwährenden Auseinandersetzungen bisher nur Opfer und Leidtragende gewesen waren, kam Philipp wie ein Erlöser, der Frieden brachte und eine gerechte Ordnung.
Zum Abschluss des Krieges um Delphi fand in der Stadt Korinth ein Kongress aller griechischen Staaten statt. Nur Sparta schloss sich aus und auf diesem Kongress wurde König Philipp zum Führer des Vereinigten Griechenlands gewählt. Er hatte große Pläne und einen brennenden Ehrgeiz. Hatte er schon vorher seine makedonische Armee nach dem Vorbild Spartas ausgerüstet und ausgebildet, so glaubte er nun, da ihm die tapferen Soldaten ganz Griechenlands zur Verfügung standen, so stark zu sein, dass niemand auf der Welt ihm widerstehen könne. Er war kein Träumer und kein Utopist. Wir wissen aus der Geschichte der Meder und Perser und aus den Erfahrungen des großen persisch-griechischen Krieges, dass seine Überlegungen reale Grundlagen hatten. Philipp eroberte das reiche Thrakien und alle Hafenstädte am Hellespont und an den Meerengen bis hin nach Byzanz. Als er zum Feldzug gegen das Perserreich rüstete, wurde er ermordet. Sein 20-jähriger Sohn Alexander war sein Nachfolger und die Enkel jener Männer, die die Schlachten von Marathon und Plataiai gewonnen hatten, eroberten mit diesem Alexander alles Land zwischen Indien und Libyen, zwischen dem Kaukasus und dem Sudan. Alexander der Große, so nennt ihn die Geschichtsschreibung, vereinigte in seiner Kriegsführung die ungestüme makedonisch-thessalische Reiterei so geschickt mit der spartanischen Phalanx, mit der griechischen Infanterie, dass niemand ihm widerstehen konnte. Die Griechen eroberten und beherrschten die Welt. Alexander zog in die Schlösser des Großkönigs in Susa und Babylon ein und übernahm den Beamtenapparat, der dieses Reich verwaltete, unversehrt. Denn seine griechischen Soldaten konnten die Welt zwar erobern und vielleicht auch unter sich aufteilen, aber sie so verwalten, dass aller Reichtum dieser Welt wie Blut zum Herzen strömte, das konnten sie nicht. Alexander wurde Perser, er unterlag den Verführungen des süßen Lebens, den Verlockungen der ältesten Kultur. Er versuchte, griechisches und persisches Leben in Einklang zu bringen und veranlasste alle seine Offiziere, persische Frauen zu heiraten. Er wollte persischer Großkönig und trotzdem König von Makedonien und Griechenland sein. Er wollte Orient und Abendland vereinigen. Vielleicht wäre ihm das auch gelungen, wenn er mehr Zeit dafür gehabt hätte. Doch schon mit 33 Jahren, in der Blüte seiner Kraft und für alle Welt überraschend, starb er an einem hitzigen Fieber. Seine Generäle teilten das Weltreich unter sich auf und töteten die Mutter, die Frau und auch den 4-jährigen Sohn Alexanders, damit niemand mehr den Anspruch stellen könne, König der Könige zu sein. Das alles geschah, als die Stadt Rom in Italien zur stärksten Macht emporgewachsen war. Rom, die wirkliche Erbin von Alexanders großem Reich.